Hallo lieber Krebs, herzlich willkommen bei Inbals Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was momentan bei dir los ist und worauf das Ganze hinausläuft. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Was ist momentan bei Krebs los, bitte? Hast hier jemanden angetroffen aus der Vergangenheit? Ja, eine sehr liebe Person. Hast diesen Menschen sehr freundlich, sehr lieblich in Erinnerung. Falls das noch nicht zugetroffen ist, falls das noch nicht eingetroffen ist, Krebs, kommt das jetzt hier unmittelbar in den nächsten paar Tagen auf dich zu. Eine Person aus der Vergangenheit, die du sehr positiv in Erinnerung hast, wird plötzlich vor dir stehen. Wird dir hier eine Geste der Liebe zeigen, eine Geste der Zuneigung, eine Geste der, hey Krebs, auch ich hab dich sehr lieb in Erinnerung. Okay. 7 der Schwerter hier. Diese Begegnung hier, Krebs, die du hier haben wirst, wird in einem extremen Kontrast zu dem stehen, was du momentan durchmachst. Es heißt ja manchmal, oder, das Timing war richtig. Ne, man muss manchmal zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Diesbezüglich ist dein Gegenüber hier, dieser Mensch hier, auf den du treffen wirst, ein Glückspilz. Ich sag dir nämlich, womit du es momentan zu tun hast, Krebs. Momentan hast du es überhaupt nicht mit liebevollen Menschen zu tun. Momentan hast du es überhaupt nicht mit Menschen zu tun, die dir etwas gönnen. Momentan hast du es überhaupt nicht mit Menschen zu tun, die dir mal eine Geste der Liebe zeigen können, die dir mal sagen können, hey Krebs, ich mag dich. Ja? Und dann erscheint dir, eigentlich ist das ja eine kleine süße Geste. 6 der Kirche ist eine kleine süße Geste, aus der man eigentlich nicht sehr viel machen sollte. Aber weil du momentan mit 7 der Schwerter momentan die ganze Zeit mit Lug und Betrug zu tun hast, wird dir das hier wie Gold vorkommen. Diese Geste von jemandem, dieses Hey Krebs, ich meine es gut mit dir und ich mag dich und schau mal, ich zeig dir, dass ich dich mag. Ich habe keine Probleme damit, dir zu zeigen, dass ich dich mag. Damit wirst du eher resonieren, jetzt im Moment. Warte, das kommt noch. Es fühlt sich sehr schön an, Krebs. Wird eine sehr, sehr, sehr schöne Begegnung mit jemandem sein, den du sehr positiv in Erinnerung hast. Momentan hast du es mit Leuten zu tun, die sich nicht entscheiden können, die eine Maske aufsetzen, die ihr wahres Gesicht eben nicht zeigen und du sagst regelrecht, oder Kollege, wenn du mich hasst, dann sag mir, Krebs, ich hasse dich. Und du sagst nicht einmal, das machen sie. Sehr so zweideutige Menschen um dich herum, weiß nicht so recht, mag mich dieser Mensch nicht. Ist nicht nur in Bezug auf das Liebesleben, auch im Freundeskreis erlebst du das momentan. Ja, so dieses, mag sie mich überhaupt? Meine gute Freundin da. Gute Freundin. So, es ist so, wie wenn du hier in einer Welt der Unschuld, ja, in einer Welt der Schuld und der Dunkelheit, Sin City, so dieses Häppchen an Unschuld erleben wirst. Die Hohe Priesterin, Krebs, ich muss dir was sagen. Du hast diesen Menschen hier in der Vergangenheit angehimmelt. Du hast diesen Menschen angehimmelt und dann hast du die ganze Zeit Zeichen gesehen, wo du dir so gedacht hast, irgendwann sind wir dazu bestimmt, zusammen zu sein. Das sind die Zeichen dafür. Jetzt passiert hier nichts, aber irgendwann werden wir zusammenkommen. Das ist die Hohe Priesterin, das ist die Bestätigung deiner inneren Stimme. Das ist der Moment, wo du sagst, oh mein Gott, ich spinne ja gar nicht. Ich spinne ja gar nicht. Ich habe die Zeichen damals gesehen und jetzt sehe ich, dass das tatsächlich ja, auf das hinausläuft, was ich die ganze Zeit über meine Intuition wahrgenommen habe. Die Hohe Priesterin wird hier auch ja,
Schau mal. Wird hier auch als die Kartenlegerin gezeigt, ja. Also hier schaut sie eine Kristallkugel an und in diesen Karten hier, das ist Everyday Witch Tarot heißen die, wird sie als Kartenlegerin hier gezeigt, ja. Ein Hinweis für dich darauf, dass du mir diesbezüglich vertrauen sollst. Okay, hab mir den auch tätowiert da, seitlich. Naja, die Hohepriesterin. Sieben der Kelche. Ah, Träume, Träume, Träume. Zwei der Stäbe. Schau mal. Schau mal. Anstatt hier die ganze Zeit Problembehebung mit irgendwelchen Leuten zu haben, kannst du jetzt hier endlich mal sechs der Kelche, sieben der Kelche von Möglichkeiten träumen. Zwei der Stäbe. Es kommt hier der Moment, Krebs, wo du dich konkret hinsetzen und dir überlegen musst, wie du hier die Zukunft planen möchtest. In Bezug auf die, das ist jetzt auch speziell, das ist jetzt auch speziell, in Bezug auf die Vergangenheit ist alles goldig, rosig. Ich spüre hier sehr positive Energien, die hier von diesen Menschen kommen und auch du hast unglaublich positive Energien gegenüber diesen Menschen. In Bezug auf die Zukunft muss hier aber noch einiges geplant werden, ja. Es ist ja normalerweise, ist ja, oder es passiert was und dann schaut man in die Vergangenheit und sagt, keine Ahnung, was das war. Na, keine Ahnung, ob dieser Mensch mich überhaupt gemocht hat oder nicht, ja. Und dann schaut man in Richtung Zukunft und denkt, ja, da habe ich auch keine Ahnung. Und bei euch ist die Vergangenheit klar, ihr habt euch früher schon sehr gemocht und da war eine enorme Sympathie, war immer da. Und jetzt mit zwei der Stäbe kann hier zukunftsgerichtet etwas geplant werden. Mit sieben der Kelche sehe ich, dass du hier, ja, anstatt eben, wie gesagt, mit sieben der Schwerter, die ganze Zeit mit so Masken, Lug und Betrug, ja, Problembehebungen durchzuführen, dass du stattdessen jetzt mit sieben der Kelche schauen darfst. Was gibt es für Möglichkeiten? Was kann da alles draus passieren? Was kann hier Schönes in meinem Leben aus dieser Sechs der Kelche Verbindung hier entstehen? Sehr schöne Legung. Sehr schöne Legung. Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber hier vor dir versteckt. Für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann hier dieser Moment hier passieren wird, beziehungsweise wann der nächste Kontakt hier stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.